Ach Mann, das wird so ein Lachsrennen, ey. Ach komm, ey, wieso werde ich da gedreht? Ich war so vorsichtig und hab keine Scheiße gebaut am Start. Ich habe auch richtig viel gebremst, weil vor mir waren Eric und Jeremy Side by Side. Da wollte ich nichts riskieren. Gab's auch keinen Angriff von dem Game, auch nicht. Also, alles ist gut. Das wäre echt nur ganz, jetzt keine Strafe. Und die Pros da auf Geld. Aber weil es ist so schnell, weiß ich nicht. Das ist halt einfach nur die ganze Leute, die verbucht haben, sind ja vorbekommen. Alter, ihr seid schon da hinten, ey, wartet doch mal. Ja, wir sind ja auch im Schongang unterwegs. Gelb. Ja, notfalls mit Weiß zu Ende fahren dann hinterher, oder? Ich muss nochmal an die Box, von daher. Kannst du entweder gelb oder weiß eigentlich nehmen, hinterher dann. Selbst mit Harz wäre ich nicht durchgekommen. Ja gut, das... Oh, jetzt merke ich gerade, jetzt könnte man ja fast schon einen Stopp machen. In Safety Car. Also mal gucken. Das könnte helfen nämlich. Ja. Wenn jetzt alle vor mir in die Box fahren. Also ich schau mal, wie sich die Reifen entwickeln. Also ich bin gerade schon bei... über 20% vorne rechts, meine Fresse. Ja, guck mal, ich bin ja jetzt schon wieder dran am Tag. Was ist denn das? Er rennt schon wieder mit dem Fake in die Box. Ist nicht reingegangen. Ach, Juicy laggt. Oh nee. Alter, ach, ich hab nein. 2,5 Runden Sprit. Mann. Das wird lustig. Ach, Juicy, ach scheiße, er laggt halt. Was laggt er? Der. Ja, er laggt halt gut, ne? Okay. Well, thank you for that very precise information. Ah, ich weiß so nicht, Angst. Ob ihr wisst, von wo das Zitat war. Norris Abu Dhabi. Natürlich wissen wir das. Schieß doch bitte nach vorne auf. Hä, Harry ist Donner? Hä? Was erzählt mir das Game denn hier für eine Scheiße? Eben wurde mir gesagt, überhole F1 Hub. F1 Hub ist aus dem Rennen. Hä? Ist auf Platz 16. Okay. Fährt. Alter, Mann. Das ist so eine Ablenkung, wenn die einfach so langsam sind. Zu erwarten bei einem Safety Car, ja, aber. Ah. Jetzt stehen sie hier alle, ich habe wieder Frontflügelschaden, was soll denn die Scheiße? Nee. Sie stehen Alter. Alle hier. 5 Sekunden Zeitstrafe, weißt du was? Fahrt doch einfach alle mal. Oh, Safety Car. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr. Ich hab so viel Sprit, das ist ja unfassbar. Felix, wie viel Sprit hast du? 2,11. Ich hab 2,82. Wie schlimm ist denn der Frontflügelschaden? Och Gott. Das ist langsam, Mann. Ich hab so eine Angst, dass ich wieder eine Strafe bekomme. Ja, die stehen auf einmal alle da. Du rechnest doch nicht, dass da... Ja, Jeremy ist Harry, glaube ich, gerade... Juicy. Ist Jeremy, glaube ich, gerade noch raufgefahren. Mann. Juicy ist Harry gerade raufgefahren. Ja, mit Jeremy führt, das wäre schwierig. Wiederhol das bitte, der Funk stört. Boxenstopp. Alter. Alles klar, komm am Ende dieser Runde. Ach du Scheiße. Das Spiel hat uns gerade richtig fett verlangsamt vorne. Ich fahr nochmal in die Box, ne? Oh Mann. Podium, ne? Ja. Das schreibe ich sofort. Ein Safety Car muss noch kommen, sonst kann ich ausmachen und ein Fernsehen gucken. Ach nee, komm. Was weiß ich. Ich kann auch Däumchen drehen. Oh,
hast mich verloren. Kann ich mal normales Rennen haben in dieser Saison? Ohne Witz, sie sind ja schon jetzt in Sektor 2. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Safety Car, wo kommst du? So, dann fahren wir mal ein bisschen, ne? Ich muss so viel Sprit verbrennen. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Das Untersteuern ist schon mal krank mit so viel Sprit. Fast eine Verwarnung, ganz knapp. Wow. Alter, ich bin so langsam, ich habe keine Rennruns gemacht. Nur die Frage, wird das wieder so ein Rennen im Nirgendwo für mich oder bleibe ich tatsächlich mal vorne dran? Mann, ich hätte so viel Pace, da wir schon 2 Sekunden auf Jano aufgeholt. Ach, eine Verwarnung, geil. Oh, untersteuern. Was habe ich getan in meinem Leben, dass ich das hier verdient habe? Weiß ich nicht. Ich kenne dich nicht lang genug dafür. Hab ich gerade doch gehört. Oh, Verwarnung. Nein. Ich werde einfach so gedreht am Start. Ich wäre schön vorne da bei euch. Ich werde mich schon freuen, wenn ich das erste Mal in meinem Leben vorne mitfahren kann in so einem Rennen hier wieder. Gefühlt ja. Ich habe gesagt, Singapur wird mal wieder so eine Strecke, wo ich angreifen kann, weil ich das mag. Ganz ehrlich, mein Fahrstil ist gerade Smooth Operator hoch 1 Million. Ich will einfach nichts riskieren. Oh, fast in die Mauer. Da kann man das untersteuern. Jeff sagt mir, es gibt keine Probleme mit Reifen. Überrascht mich jetzt. Oh, aber Eric ist da vorne schon auf Krawall gerüstet. DRS ist jetzt aktiviert. Oh, die Kurve ist echt so scheiße. Ich hole halt gut auf Jano, aber ich bin halt so weit hinten, dass mir das nichts bringt. Kenn ich aus Australien. Ich fahr so scheiße. Aber trotzdem. Hey, Jeremy ist schon in der Box. Ich habe trotzdem 7 Sekunden auf Manu. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 30,7 Sekunden. Ich muss halt, ich kann halt nur hoffen, dass Jeremy jetzt in den Verkehr kommt. Gut, die gehen alle in die Box und ich komme nicht mal vorbei. Ich muss vor allem mal schauen, was Eric macht. Oh fuck, nee, ich muss in die Box.
Ja, ich kann zwei Autos überholen. Bist jetzt auf P16. Bringt mir zwar eh nichts, weil ich irgendwann wieder gleich rein muss. Boah. Hast du gesehen, Matti, oder bist du gerade nicht bei mir im Stream? Hallo. Ja, hab grad minimal quer gestanden. Ganz minimal. Kommt echt drauf an, was Erik macht. Vor allem auf welche Reifen er geht. Fährt nicht in die Box. Ich hätte wirklich in die Box kommen sollen. Viel, denn jetzt kommt schon die Warnung. 60. Eigentlich echt in die Box kommen sollen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Erik hart fahren wird und dann muss ich auch. Aber das braucht auch mehr ERS als ich dachte. Stand zum Auto vor dir beträgt 2,8 Sekunden. Oh. Ja, 90 gedreht. Ja, Safety Car. Ja. Ist auf der Strecke. In die Box. Ich fahre auf jeden Fall in die Box. Ist mir scheißegal. Oh, damit ist Jeremy aber ja mal geht. Das Problem ist nur, dass ich jetzt nicht in die Box kann. Was soll in Runde 8 auf, was soll ich wechseln auf Hard? Ja, ich wechsle auf Hard, ganz ehrlich. Ja. Für dich okay. Lohnt es sich noch, aber. Alter, Kart Racer wechselt die Nase, oh nee. Ja, nee, also ja. Nee. Komm, mach doch schneller. Ja schon. Alter, 8 Sekunden Boxenstopp. Also ich konnte bei Teil einfach reinfahren. Mit. FT Pro war auch in der Box und jetzt ist vor mir. Ja, super. Ich kann halt nur hoffen, dass ich jetzt vorne mitfahren kann und dann durch noch einen Boxenstopp von allen anderen. Irgendwie doch noch im Rennen mit bin. Ich glaube, Scamano hat mich geholt. Ah, Alex, moin. Ah, tatsächlich, da ist er ja. Alter, Erik, Alter, wie viel Zeit hat er auf mich rausgeholt? Ah, das ist ja unfassbar. Nein, Jano, hä? Ich glaube, Jano war. Well, this is gonna be a very long race. What the hell is this guy doing? Oh, Sully macht ganz langsam. Ja, aber wenn jetzt alle nochmal in die Box müssen, was sie eigentlich alle müssen, oder sind richtig langsam am Ende? Weil die Reifen jetzt sauber beansprucht werden. Mhm. So, und ich muss ja auch nochmal in die Box. Das heißt, wir sind alle jetzt auf der gleichen Strategie. Im Prinzip, ja.
Ja, kannst du. Ja, das probiere ich auch. Ja, dürfte eigentlich. Um Strategie-Screen sah es zwar langsamer aus, war es aber eigentlich nicht. Echt, auf Porsche überholen. Hä? Ja, also Manu hat mich, glaube ich, überholt, oder? Nee, der war in der Box. Ja, ja. Game, entscheide dich. Ey, soll ich hinter Pocho bleiben? Eben meint es noch, dass Pocho überholen. Ja, genau das meine ich. Bleib hinter Manu. Bleib hinter Pocho, okay. Aber ich habe gerade einen Platz gewonnen, was ich finde. Ich auch, das ist gut. Kann ja am Pocho vorbei. Ich weiß gar nicht mal, an wem ich da jetzt vorbeigefahren bin. Sully. Ah, okay. Salva. Boah, wir werden alle so viel Sprit haben, das ist ja krank. Ja, ich konnte gerade mal ein bisschen was abbauen, aber... Ja, ich bin jetzt wieder bei 2,6 und wer weiß, wie lange jetzt der Epica draußen bleibt. Nicht lange, es wird diese Runde wahrscheinlich reinkommen. Haltet bitte Abstand alle hinter mir zu mir. Ja, Corona, wa? Nee, oh Mann. Ja, was denn? Ich bin hier in dem Risikogebiet Deutschlands. Oder zumindest war es das am Anfang. Kann ich nichts von sagen. Nee, aber ich will nicht, dass mir einer rauffährt und hier eine Strafe bekommt und ich will vorne keinem rauffahren. Deswegen halte ich sehr viel Abstand. Ja, trotzdem kein Bock drauf. Ja, will ich trotzdem nicht. Also Eric ist auf Gelb. Das heißt, der muss nochmal in die Box. Alle müssen nochmal in die Box. Ja, nee. Nicht unbedingt alle. Nicht unbedingt alle, aber... Ich sag mal, die nicht in die Box gehen, haben kein schönes Rennende. Glaube ich. Das stimmt schon, aber... Bei 21 Runden auf den Harz ist in Singapur nochmal was anderes als 21 oder... meine 24 Runden in Mexiko auf den Harz. Ja, oder 30. So wie ich es gemacht habe. Weil, was beanspruchst du in Mexiko? Bei den Reifen. Oh, die S's. Ich vergaß. Ja, eigentlich auch Kurve 1 bis 2. 10 Meter auf einer Runde mal. Ja, immerhin. Und auf einer Renndistanz sind das 760 Meter. Boah. 710. Stimmt vor allem gar nicht. Alter. Jo, ist ja, Pott ist ja aufgefahren, ja. Sully, bitte lass mich wieder Alter, vorbei. Das da vorne kann doch nicht funktionieren. Ach, da, du Scheiße. Das war schlau, da aufzumachen. Bitte fahrt mir nicht wieder rein. Oh, Alter. Ich frag mich wie. Ja, Harry hat mich nochmal berührt. Ja, danke. Alter. Das war doch eine Strafe für Pocho. Lass mich leben. Alter, was macht die er hier? Ich kapier es selber nicht. Monster Q1, was? Ja. Bist du es? Nein, ich verliere natürlich die ganze Zeit dabei. Nicht nur du. Schaden habe ich Gott sei Dank nicht. Das ist erfreulich. Oh nein, ja, er ist schon. Da konnte Godzilla, ja komm, Godzilla konnte vorbei. Oh, okay, ja, danke. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Der Hülkenberg-Moment, ja, ich kann ihn durch, ja. Aber mein Frontflügel ist ins Geld. Was? Kollision mit Miguel verursacht? Was? Ja, das kann ich mir aberkennen lassen. Das ist eine Verwarnung, oder? 120 auf Mediums, ja. Besser als 118, ne? Mann. Das ist richtig schön Flügelschaden, muss damit durchfahren. Ah, Pocho auch, der ist vor mir. Ja, ne? Aber ist nicht cool. Alter, was haben die denn da gemacht, alle? Ja,
das war echt die Hölle. Da waren fast 3-4 nebeneinander auf der ersten Bahn. Moin. Ich habe einmal fett, ich glaube jetzt zweimal fett, was wir. Ne, dreimal habe ich fett, was wir wollten. Bei einem gelben Frontflügel, das ist echt nicht gut. Okay, alles klar. In der ersten Kurve hat mich schon fast ein Williams mitgenommen. Ja, mich auch. Ich habe nochmal im letzten Moment Lenkung wieder aufgemacht. Und dann die Male hier nach halt. Was war denn das für eine Verwarnung für eine Kollision mit Miguel? Und leicht das Rad berührt. Ja, nur eine Verwarnung, also alles ja okay. Ja. Oh. Dass das Spiel da überhaupt einen Kontakt erkannt hat, wundert mich. Ja, die Hitboxen sind ja ganz schlau. Porsche in der Box. Okay, die Rennleitung hat die DRS jetzt aktiviert. Ja, was auch immer. Ist jetzt aktiviert. Porsche wird aber auch, denke ich, reinkommen. Ich glaube, Gott sei Dank keinen Schaden davon bekommen. Aber jetzt halt gelb von früher rechts. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt. Also, Felix, sollst du rankommen? Ich lasse dich durch. Meine Reifen sind halt etwas älter jetzt. Ja, ich habe härtere Reifen und Zügelschaden. Ja, ich weiß, aber. Du bist schnell. Ja, normal schon. Erstes Mal DRS in dieser DRS-Zone für mich. Schönes Untersteuern. Voll. Zweite Verwarnung. Nein. Oh ja. Oh ja, in dem Sektor merkt man den Flügelschaden bei dir. Auf jeden Fall. Ja, wir sind eine Sekunde, 1,3 Sekunden auf die aufgeholt. Ja. Du bist auf P9 vorgefahren. Du bist jetzt auf P9. Das frustriert auch schon ein bisschen, weil die davor auch nicht die allerschnellsten sind. Alex Flame mal wieder. Ach, nee, das geht ja, aber. Mal gucken, kann sein, dass du mich am Ende der Runde irgendwo vorbeilassen musst. Ja, mal gucken. Das ist bisher die schlimmste Kurve, bis auf die letzte ist die. Warte. Genau die hier. Warte, die ging diesmal sogar klar. Laufen hier aber auch auf irgendwen auf gerade. Ja, sehe ich. Boah, hier muss ich aufpassen mit den Track Limits, sonst kriege ich noch eine Strafe. Alter, dieser 5-Mann-Pulk hier. Das ist ein Renault. Bisschen quer gestanden.
Ich finde das halt kein ERS jetzt. Nee, auch nicht. Könntest du mich eventuell vielleicht nächste DRS gerade vorbeilassen? Ich versuch's. Ich weiß, es wird dich Zeit kosten, es tut mir auch leid, aber... Ja, sonst kostet es dich ja auch Zeit. Mager und DRS zu, ja okay, funktioniert nicht. Ja, ich keinen guten Exit bekommen. Ja. Jetzt hier auf Stadt oder so, danke. Ich hoffe, dass ich dranbleibe. Naja, wenn ich an den Pulk dran geblieben bin, müsste ich bei dir eigentlich auch dranbleiben können. Wenn du hinter dem Pulk bist, natürlich. Wo ist Erik eigentlich? Bisschen off-track gespeast worden. Ich fand irgendwo vorne. Platz 1, Platz 2. Ich sehe die Punkte nicht auf der Karte. Ah doch, jetzt habe ich ihn gesehen. Alter, fahr doch hier rum. Ah, er hat Flügelschaden. Der vor mir. Wow, das war spät auf der Bremse bei mir. Ich will jetzt auch irgendwie mal wieder da jetzt vorbeizukommen, aber... Ja. Ist er weit? Sehr gut, reife Leistung. Alter. Der vor mir ist wieder in die Wand gefahren. Oh, jetzt battlen sie vor mir. Da bin ich jetzt vorbei, das interessiert mich auch nicht, das wurde mit mir auch gemacht. Tyler ist auf 3. Stark. Oh Mann, die sind so langsam. Fuck, Zeitstrafe. Die haben alle Schaden oder so. Ja, und ich habe jetzt auch noch eine Strafe. Alter. Da muss ich einmal so reindiven, tut mir leid. Alter, das war ein ganz guter Move gerade. Okay, Sam ist raus. Oh. Ah, scheiße. Ich hätte reinkommen können. Ja, ich muss ja eigentlich draußen sein. Ja, aber für 2 Runden, das lohnt sich nicht.
Und die gehen jetzt rein, dann ist das besser. Kart Racer ist übrigens auf 2. Ja, für Jeremy dann, ne? Die Möglichkeit. Ich glaube jetzt nicht, dass Marcel führt, wenn er gerade in den Box ist. Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Ja, Sam ist aus der Session. Oh no, anyway. Okay, alles klar. Die Frage ist, hole... Oh Gott. Lob mich nicht mehr, Matti, okay? Scheiße, mein Auge juckt. Mann. Hamilton Monaco 2014. Was? Hamilton Monaco 2014 am Start. Mein Auge juckt. Hat er das? Ja, ja, der hat ich glaube 2014 war das. Dass sich dann irgendwann im Radio einfach beschwert hat. Yo, ich hab was im Auge. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was im Auge hab, weil es juckt. Ja. Kurz einhändig fahren. Ja, den Berg da hoch. Tunnel. Ah, Jeremy Boxenstopp. Box. Ich bleib halt niemals vor dem. Ich kann auch gut mit Tyler mithalten im Moment. Ja, ich halte überraschend gut mit dir mit, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist auf, ja, meine Reifen sind noch durch. Stimmt, du musst ja noch in die Box. Wow. Ich fahre bis Runde 20. Ah, nächste Runde. Nein. Ich kann ja eh nur 5 Runden, was? Ja, 5, 6, 7 Runden fahren auf den Dingens. Auf den Softs. Ja. Wie lange soll ich denn jetzt hier noch fahren? 100 Runden. Naja, Runde 20 gehe ich. Aber gut mit Tyler mithalten, das stimmt nicht, das etwa optimistisch. Ja. Weißt du zufällig, auf welchen Reifen Kart Racer ist? Mediums. Okay, dann muss das auch noch rein. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich aber schon. Ist eh egal, weil er 18,8 Sekunden vor mir ist. Ja, ich kann ihn ja aufhalten. Alte Hartreifen und gelber Frontflügel. Ja, das sehe ich. Oh, ich glaube, er war jetzt in der Box, oder? Kart Racer? Nee, war keiner in der Box. Nee, sorry. Ich hatte gerade irgendwie kurz gedacht, dass ich Zeit, dass ich Platz gewonnen habe. Ja, guck mal, wie schnell Jeremy ist. Der hat 3 Sekunden gerade aufgeholt. Mann. Oh. Das Problem ist, ich konnte so einen ekelhaften Pulk wieder raus. Und ich kann leider 11 Runden nicht zu Ende fahren auf den Reifen. Also könnt ihr schon, aber dann werden sie fast auf 100% die Reifen. Will man dann doch nicht riskieren. Naja, ich habe irgendwie heute nicht so Lust drauf. Aber warte mal, wenn Eric noch nicht in der Box war, kann ich ja trotzdem Jeremy aufhalten. Das mach mal. Also ich probier's. Ne, fahr einfach mal richtig. Letzten Sektor, da wird er leiden oder auch nicht. Da wird er leiden, man sieht einen Overtake von Jeremy. Ich probier ihn jetzt einfach so gut es geht unter Druck zu setzen. Oh, wait, er ist schon weg. Ja, dann halt du den auf, Alfa Romeo ist drin im Prinzip daran. Ich komm jetzt in die Box. Ah, oh, schade.
auf Wiedersehen. Oh, ich musste das noch mit dem Frontflügel umstellen. Ich war noch auf Ja. Ich komme jetzt halt auf gebrauchte Mediums, aber die sind nur eine Runde alt. Fertig, los jetzt. Och nein, weißt du, wo ich rauskomme? Beide Haas und Juicy. Oh. Das war unser letzter. Ich bin knapp 7 Sekunden vor Kyle. Jetzt ist die Frage, ob ich es halten kann. Nee, kann's machen. Bei Vibration und Force Feedback. Da gibt's eine so eine Spalte, wo deine Lenkrad-Sensibilitätsdinger da alle sind. Da kannst du das machen. Auch noch. Ein Safety Car wäre jetzt nicht schlecht. Da ist einer langsam. Ja, Mercedes. Ha? Auch nicht schlecht. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wie viel ist das jetzt? Wir hatten noch zwei volle Safety Cars und zwei virtuelle, ne? Positives Delta beibehalten. Ja, das hilft mir schon auch ein bisschen. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Ja, Kart Racer natürlich jetzt in der Box. Ja, der hat jetzt dadurch die Führung geholt. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Ja, moin. Ja, Zeit auf Dingens gut gemacht vor mir. Eine Sekunde in Delta verloren. Nee, ich hab gut was auf Godzilla gut gemacht. Und Juicy. Scheiße, ich hab ja noch eine Strafe. Oh nee. Das kann ich mir sehr wohl um Platz 5 gehen. Also neben Platz 4 oder auch vielleicht Platz 4 oder 5 war. Schade, dass wir alle Safety Cars verbraucht haben. Ja. Aber jetzt noch eins, das wäre perfekt für mich. Ah, ich hole gut auf die vor mir. Nee. Zehnter. Ja gut, ich krieg auf keinen Fall ein Podium, auch wenn ich Vierter bin jetzt gerade. Ich kann mich glücklich schätzen, wenn ich überhaupt Vierter bleibe. Ich glaube, ich habe wieder keine Runden übrig am Ende. Oh, Juicy ist reingekommen. Und einer ist am Exit. Cool, schon zwei Autos gerade überholt. Fuss Godzilla von. Nee, nicht überholt. Okay. Zum Vordermann beträgt 4,0 Sekunden. Wow. Boah, Kyle holt so fett auf mich auf. Mann. Also wenn Killian dahinter nicht schnell genug ist, wird es wohl auf Platz 5 hinauslaufen. Killian ist 10 Sekunden vor mir, das wird mein Ziel. Halt den auf, wenn du mal da bist. Ich muss noch 10,7 Sekunden aufholen.
weiß. Ich merke nur gerade, dass ich richtig spät bremsen kann in den ganzen Kurven. Das nutze ich jetzt ein bisschen. Den Wagen vor dir ein, aber denk daran, Fahrer dass hinter mir mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Achtung, ach komm. Das virtuelle Safety Car ist draußen. Geschwindigkeit verringern und positives Delta beibehalten. Oh, der hat 6 Sekunden Strafen, jawohl. Wer? Kyle hinter mir. Hast du Zwischenstrafen? Ich glaub nicht. Ich habe eine leider. Was? Ah ne, die habe ich abgesetzt, eine. Oh. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Vorbei, ich... Wie kann Kilian 2 Sekunden im virtuellen Safety Car gut machen? Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Geil, eine Sekunde verloren. Ich auch. Grüne Flagge. Ja, ich hab keine Ahnung. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,0 Sekunden. Ja, ein richtiger. Achso, ja, jetzt bin ich verwirrt. Ja, ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich, wie das funktioniert. Ich leg es auf Teile auf. Ich weiß es nicht. Ich müsste eigentlich schneller sein als er. Aber ich konnte ja eben schon gut mit ihm mithalten, eigentlich. Also, ist nur ein bisschen weggezogen halt. Und meine Reifen waren ja ziemlich kaputt, kann man sagen. Überlegen, wie weit Kyle effektiv hinter mir ist. Ich glaube 6 Sekunden dann. Ach komm. Was soll ich denn so aufholen? Ach, kein virtuelles Safety Car, danke. Ist länger auf Part, oder? Der ist schon lange drauf, ja. Oh, ja, dann ergibt es jetzt Sinn, warum ich so aufhole. Fahrer vor mir. Er hat keine Strafen, Mann. Aber ich bin im DRS-Fenster. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. 5-5 auf Kilian. Oh. Oh, scheiße. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,9 Sekunden. Sie fahren. Alter, der verteidigt wie ein Verrückter gerade. Sind 11 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Jetzt kann er nicht mehr. 41,0. Du holst pro Runde 2 Sekunden auf. Damit bin ich auf der Strecke Dritter. Okay, Kilian hat 3 Sekunden an Zeitstrafen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5. Auch für mich eigentlich gut zu wissen. Hat Kyle Zeitstrafen? Nee, doch, der hat 6. Oh.
Das ist auch wichtig für mich. Oh, Kyle ist an Tyler vorbei. Nee, das wird kein Podium. Also ich krieg mit ein bisschen Glück eins, aber das da gehört echt nicht dazu jetzt. Das Problem ist, Kyle hat Tyler jetzt überholt. Das heißt, ich sehe nicht mehr den Abstand. Ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal richtig pushen, die letzten Runden. Ach komm. Mann. Ah, oh, jetzt bin ich hinter Tyler. Komm, lass mich vorbei, wir sind Teamkollegen, du bist auf alten Harz. Komm, lass mich jetzt hier vorbei. Lass mich nicht vorbei. Fighte das jetzt nicht, danke. Oh, das wird richtig eng. Kannst du Kyle aufhalten? Ja, ich probiere es eigentlich die ganze Zeit, weil ich vorne bleiben will. Bitte, bitte, bitte. Wenn du das machen könntest, könnte ein Platz 4 für mich drin sein. Ja, ich probiere mir gerade richtig zu verteidigen, damit ich noch Platz 3 kriege. Ja, Verteidiger, oh, halt ihn auf. Ich pushe. Ich push gerade richtig, dass ich das noch bekomme. Alter, nein. Ja, Alter. Ja, der ist, hat mir gerade richtig unfair reingedived. Also, sorry, kann ich jetzt nichts für. Ist richtig. Alles gut. Richtig reingedived. Irgendwie mit dem bleiben, aber mit den Reifen wird es schwer. Vor allem mit dem Frontflügel. Ich hoffe, dass sie an Kilian noch vorbeikommen und das ist relativ einfach. Ach, hätte das Rennen auch wieder mehr Runden nur. Aber ich nutze gerade den Vorteil, dass ich gerade richtig stark auf der Bremse bin. Weil dann muss ich meine Reifen nicht beim Exit zerstören. Jetzt habe ich DRS auf Kilian. Ah, schade. Oh Gott, wie früh bremst der denn? Okay, bin jetzt aber vorbei. Oh Mann, Alter. Okay, das muss auf jeden Fall mal geklippt werden, das Überholmanöver. Das könnte ein gutes Überholmanöver für so eine Compilation werden, für ein Highlight-Video.
Er hat dann nach der Langgeraden gebremst. Ich wollte mir schon so hinter ihm einreihen. Auf einmal bremst, da ist richtig verlangsamt richtig. Ich zieh nochmal raus. Und geh dann nochmal innen vorbei. Nice. Hat mich tatsächlich sehr überrascht auch. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Immer noch 6 Sekunden. Mann. Kilian, irgendeine Strafe? 3 Sekunden. Okay, gut. Kann ich zumindest vor dem bleiben. Aber der hat auch alte Harz, also. Ja, weil Kyle kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Was hat der für eine Bereifung? Weiß. Tja, ich hole auf ihn auf ein bisschen, aber. Oh, muss Mann, kein Mathe-Genie sein, um zu sehen, dass... Wenn ich 3 Sekunden bleibe, da wäre es Platz 4 immer noch. Wenn du ja so aufgeholt hast. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich hier innerhalb von 3 Sekunden bleibe. Wieder zwischen uns beiden hoch, ne? Hab dich eigentlich durchgelassen, ganz ehrlich. Dankeschön. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Nee, gegen Kyle, das wird nichts. Das heißt, du landest tatsächlich am Podium. Fahrer vor mir. Oh, scheiße, wo ich das gerade auf. 2,7 Sekunden. Ich bremse einfach spät. Ihre Reifen sind 14 nicht früh. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,40,8. Wir holen pro Runde etwa 9 Zehntel auf. Weiter so. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 6,0. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit draufgerechnet. Was meint er mit, was mein Jeff mit am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit draufgerechnet? Ja, das sagte mir auch die ganze Zeit. Das Käse. Oh, Digga, das ist Feuerwerk. Ich dachte, mir wären Reifen geplatzt. Ja, mir auch. War echt ein bisschen komisch. Ich hole sogar noch auf Jeremy auf, theoretisch. Ja! Man sieht, Platz 3! Nix ah, nice. Hätte sogar ein zweiter Platz werden können, theoretisch, wenn ich da am Anfang nicht so durchvergewaltigt worden wäre. Boah, 19 Sekunden, ey, wir haben echt gar keine Chance gegen den. Okay, Manu dreht sich aber nicht. Harry Platz 9.